Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Quent. Gleich mal ein paar Haspel am Anfang, aber egal. Gleich zu Beginn, ich habe eigentlich schon zwei Folgen aufnehmen wollen. Problem bei mir war, dass ich nach dem Update Spielabbrüche hatte, Serverprobleme hatte. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird in dieser Aufnahme. Bessere Einheit um 1, gibt diese Einheit eine Ladung. Ja. Ich glaube, den lyrischen Sensenkämpfer nehme ich mal nicht mit rein und die Anna Strenger nicht. So, graues Fähnlein. Ich verbessere es gleich, dann kommt das zweite mit dazu. Im ersten Match gibt es wieder die nördlichen Königreiche, im zweiten Match Skellige. Eskel, okay. Denk Erland von Larvik wäre auf jeden Fall noch gut in der Runde. Ansonsten Drieder Infanterist wäre auch gut gewesen mit dem Trommler in Kombination. Okay, 4, 8 plus 4 ist okay. Gehe wahrscheinlich auf die erste Runde. Bedeutet, ich nehme hier die Regatte. Und den Erland von Larvik lasse ich erstmal. Plus 1 Rüstung ist für mich okay. So, einen Freiwilligen dieser Reihe generieren. Ihn muss ich ganz zu Anfang schmeißen, nächste Runde oder in der letzten Runde. Bring am Ende deines Zuges den Zähler um 1. Wenn der Zähler 0 erreicht, verbessere alle verbundene Einheit um 1 und setze den Zähler zurück. Wenn diese Einheit verbessert wird, erhalte plus eine Rüstung. Ich bin jetzt gar nicht mehr so erpicht darauf, hier viel zu spielen, aber ich spiele trotzdem mal sie. Falls es eine lange Runde wird, ansonsten schenkt er sie mir jetzt halt eben. Okay. Die Königin Maeve, ist dem halt einfach. Die Gegner wissen, dass ich eigentlich vielleicht plane, länger als 3 Runden noch zu spielen. Frage ist halt, ob er auch die erste Runde haben will. Okay. Hat lieber Infanterist und Trommler würde ich für die zweite lange Runde aufheben. Könnte jetzt hat passen. Dann würde er passen und er hätte unentschieden erreicht, wenn nicht sogar gewonnen. Ist eben die Frage. Ich nehme ihn jetzt mal noch mit rein. Okay, bringt die Fregatte zum Schweigen quasi oder halt zum Blockieren. 5, das heißt aber, er wird auf jeden Fall spielen müssen. Dadurch bekommt er plus 1, wird vorne liegen. Hat er gut gemacht in der Runde. Aber er ist ein 15er hier, das heißt, ich könnte mir die Runde definitiv holen, wenn ich den Roten Baron spiele oder den Blutigen Baron. Falls sie verbessert war, bewirke bei ihr für Dauer entsprechend der verlorenen Verbesserung Bluten. Setze die Stärke einer Einheit zurück.
Ansonsten nicht die Runde holen. Formation. Nahkampffreie Eifer. Ich würde sagen, nahkampffreie nehme ich auf jeden Fall. Denn ich will die Fähigkeit direkt haben. Und bin damit durch. Dass sie ihn blockiert hat, ist eigentlich unnötig gewesen. Ich wollte ihn eh nicht benutzen. Dadurch habe ich ab der nächsten Runde nur verbesserte Einheiten auf der Hand. Amphibischer Angriff auf jeden Fall noch stark. Und der Tridem-Infanterist mit dem Trommler für längere Runden. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall dann die nächste Runde gleich mal versuchen zu holen. Nehme an, er wird jetzt passen. Ich muss halt einen Unterschied von 13 Stärke bekommen. Okay. Reicht aber noch nicht. Dann würde ich eiskalt mal passen. Und entweder den Kartenvorteil mitnehmen. Oder aber den Sieg. Er wird definitiv jetzt noch eine Karte ausspielen. Sonst hätte er Geralt nicht gespielt. Erste Runde hergegeben, aber eine Karte mehr. Bin ich mal gespannt, ob er auch in der zweiten Runde einfach quitten wird. Oder ob er weiterspielen mag. Dennis nicht. Edwin Ritter nicht. Okay. Der Gegner beginnt. Tridam-Infanterist. Trommler, Tridam-Infanterist, zur Not, falls er vernichtet wird. Okay. Gleich egal die Reihe, ich nehme mal die Fernkampfreihe. Nehme nicht den einen Schaden. Da ich ihn nochmal auf der Hand habe, würde ich erstmal mit dem Aufruhr warten. Theoretisch wäre es die perfekte Möglichkeit für ihn zu passen mit 4-4. Will aber nicht. Okay. Wieso Gotha von Corvo wäre auch stark. Muss ich nächste Runde dann spielen. Yep. Den Tridam-Infanterist ein bisschen zu füttern. Will man aber eigentlich die guten Karten erstmal fürs Ende aufheben. Für die letzte Runde. Stärkste einen oder seinem Deck. Okay, will auf diese Runde scheinbar komplett gehen. Sollte mich aber nicht stören. Denn dann muss ich doch Visogoth von Corvo spielen. Fernkampf besser eine Einheit um 1, Ladung um 1. Gibt diese Einheit eine Ladung, wenn immer ein Spieler eine Karte ausspielt. Das machen wir doch mal. Verbessere ich noch einmal? Ich glaube nicht. Er hat gepasst, okay. Dadurch brauche ich jetzt eigentlich
Was wäre das Schlaueste, was ich spielen könnte? Der lügische Sensenkämpfer. Am Ende nochmal kombinieren. Wieder im Infanterist. Okay, das wäre eine 6. Damit hätte ich gewonnen. Ich glaube, so möchte ich damit gehen. Formation. Nahkampf ist Eifer, ne? Dann passen wir. 3-3. Und es geht in die letzte Runde. Amphibischer Angriff ist wichtig, dass ich meinen Ritter noch bekomme. Okay, jetzt ist natürlich riskant, aber die ersten kann ich noch ablehnen. Also der lügische Sensenkämpfer. Könnte jetzt noch stark sein im Endgame. Ritter am Infanterist kann ich nicht wirklich auslösen. Anna Strenger. Kann ich halt mit. Doch, kann ich mit ihm beiden auslösen. Will ich den Kerkak-Marinesoldaten ablehnen? Regatte, habe ich zwei Soldaten noch? Ja, hätte ich. Die Kombi, ich lege sie und ihn hin. Mach wieder Schaden. Ich habe halt zwei. Ich will einen Sensenkämpfer ablehnen. Ich habe sonst drei Sensenkämpfer. Ist zwar wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht, aber doch ein bisschen die Spielfeld waren. Spiele neue Königreichskarte aus deinem Deck mit neuen Rekruterskosten, außer dass die Pro-Kostenpunkt, der unter diesem Limit liegt, um 1. Das würde ich auf jeden Fall erstmal so spielen. Dann die Anna Strenger, bisschen Damage wieder machen. Dann den Kerak-Marinesoldaten dazwischen legen, dann die Fregatte, das passt. Nächste Runde den Kerak-Marinesoldaten. Ihn lege ich daneben hin. Gehe komplett mal auf ihn, wenn er ihn blockiert oder vernichtet, ist okay. Nicht so dramatisch. Amphibischen Angriff. Verbessere diese Einheit um 3, wenn sie ausgespielt oder aus dem Deck herbeigerufen wird. Mal gut. Würde ich sogar nehmen, glaube ich. Müsste auch ein Soldat sein, dann kann ich die Fregatte nächste Runde spielen. Kommt darauf an, wie viel Vernichtekarten er noch hat. Wenn er natürlich also meine beiden hier vernichten kann, habe ich ein Problem, weil dann bekomme ich die Fregatte nicht mehr aktiviert und meinen lyrischen Sensenkämpfer nicht. Das heißt, dann hätte ich ein Problem. Frage ist, wen er jetzt von beiden vernichtet. Er ist kein Soldat, nehme ich an. Für die Fregatte. Ich verbessere ihn mal um 1. Damit ich hier für den libyschen Sensenkämpfer ein bisschen mehr Stärke bekomme. Okay. Er ist knapp vorne, aber nicht dramatisch, denn rufe den Freiwilligen herbei, verbessere ihn.
Er ist ein Soldat, er liegt zwischen zwei Soldaten, die Fregatte. Ich nehme trotzdem ihn hier. Dann ist es egal. Ich verbessere ihn nochmal. Setze ihn hier dazu. Und bin durch. Ihr müsst jetzt mit dieser Karte 20 Stärke schaffen. Das hoffe ich mal nicht, dass er hinbekommt. Ihn hier vernichtet er. Reicht aber trotzdem nicht für ihn. It's the win. Gut, gut. Erste Runde hergegeben mit einem Kartenvorteil. Zweite Runde gewonnen mit dem Kartenvorteil wieder weg. Und dritte Runde dann um 7 Punkte gewonnen. Also enges Match, aber der Sieg ist da. Ich hätte meine Karten noch ein bisschen effektiver spielen können, aber ich wollte jetzt auch nicht immer komplett pushen mit dem Visogotha zum Beispiel oder sowas. Na, muss ich vielleicht nochmal überlegen, ein bisschen strategisch besser noch zu spielen, aber der Sieg ist immerhin da und dann würde ich sagen, ab ins zweite Match mit der Skellige Fraktion. Okay, zweite Match in dieser Folge gegen die Skoyatel. Bin ich mal gespannt. Zweites Match mit dem Deck. Also, Befehl, Berserker 3, generiere eine einfache Kopie dieser einen und rufe sie in diese Reihe herbei. Okay. Fähigkeit, generiere einen Bärenhexer-Adept, Bärenhexer, Bärenhexer-Mentor, bla bla bla. Das Giga-Skorpion absolut nehme ich mal nicht mit. Fürstlicher Erlass. Einem Deck aus. Bock war nicht. Dann war es das erstmal. Okay. Zerges. Einsatz Nahkampf, eine Dumont-Schildmatt rufe sie in diese Reihe herbei. Eine Dumont-Leibwachen rufe sie in diese Reihe herbei. Was macht die Leibwache nochmal? Die Leibwache generiert eine einfache Kopie. Dumont-Schildmaid. Habe ich sie auf der Hand? Hoffe nicht. Habe ich nicht, dann würde ich es benutzen. Nahkampf. Schade, das wird erst danach aktiviert. Nehme ich mal sie wieder. Mal schauen, ob er damit was anfangen kann. Ob er es jetzt auch vernichten will oder nicht. Okay. Sieht schon mal nicht so gut aus. Verbessere diese Karte um 1 pro beschädigte verbündete Einheit. Fähigkeit. Will ich die Runde überhaupt noch spielen? 2, 4, 6, 7. Spiel sie nochmal. Drei Bluten. Okay. Eifer, Befehl, Fernkampf. Füge einer Einheit einen Schaden zu, abbringe 2. Ja, ich nehme Fernkampf, mache hier den Damage drauf, rufe hier die Schildmaid herbei. Bin damit durch. Okay. Phönix-Küken für ihn.
Herrn Kadusch, wo spiele ich dich? Glaube nicht in der. Also jetzt nicht mehr. Da will ich jetzt nicht mehr spielen. Können natürlich die beiden noch damagen und dann sowas wie den Bärenhexer spielen. Yep, mache ich auch. Hätte sie jetzt auch noch damagen können. Ich will aber auch meine Ladungen nicht zu sehr rausballern. Für die erste Runde. Weswegen ich jetzt dann erstmal nächste Runde mit ihm wieder die Abklingzeit nehme. Sollte er noch spielen. Ich glaube jetzt aber, er spielt trotzdem noch okay. Drei Rüstung, gib mir doch bitte einer 3 Vitalität. Frage ist, was nimmt er? 3 Rüstung, okay. Ja. Drei Schaden und drei Schaden auf eine gegnerische Einheit. Eigentlich will ich gar nicht mehr spielen. Muss ich aber dann. Ansonsten passe ich und bekomme die Runde verloren. Deswegen muss ich ihn spielen. Nehme den Panther. Füge ihr Damage zu. Rufe eine herbei. Und schau mal, was er macht. Verstärke stattdessen die stärkste Einheit in einer gegnerischen Reihe mit einer Gesamtstärke von mindestens 20. Er liegt vorne. Gebe ich ihm die Hunde oder gebe ich sie ihm nicht, ist die Frage. Könnte ich jetzt eigentlich noch benutzen, um die Runde zu sichern. Adrenalin 4, wenn deine Gegner eine Einheit auf seiner Seite des Schlachtfelds ausspielt, fügt diese Einheit Schaden in Höhe von Armagats Stärke und Armagats Schaden in Höhe der Stärke dieser Einheit zu. Das heißt, alles, was er ausspielt, bekommt 7 Schaden. Ist die große Frage. Wenn ich jetzt passe. Wenn ich jetzt passe. Hat er irgendwas noch liegen, was ihm Plus gibt? Ich glaube nicht. Wenn ich passe, müsste er entweder noch eine Karte ausspielen. Das wäre eigentlich optimal, deswegen mache ich das mal. Ich habe 3 Karten, 31 bin vorne. Er spielt noch eine Karte aus, hat 2 Karten minus. Das dürfte ich doch eigentlich hoffentlich nicht mehr verlieren. Außerdem hat er jetzt eine Karte ausgespielt, die wird generiert, okay. Sehe ich jetzt nicht als verlorene Runde an, ehrlich gesagt. 2 Karten habe ich mir rausgezogen. Gerald Igni. Okay. Zerstöre die stärksten Einheiten in einer gegnerischen Reihe mit einer mindestens Gesamtstärke von 35. Zerstöre stattdessen die stärksten Einheiten in einer gegnerischen Reihe mit einer Gesamtstärke von mindestens 20. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich Igni behalten will. Ist aber eigentlich natürlich nicht schlecht. Füge einer Einheit einen Schaden zu, Abklingzeit 1. Füge einer verbündeten Einheit einen Schaden zu, generiert dann einen Hexerschüler, der ist auf jeden Fall gut und vorher segnes Spiel eine skellige Bronze aus deinem Friedhof aus und gib ihr verdammt. Ah, ich glaube, sie will ich nicht haben und das Skorpid absolut auch nicht, habe ich wieder freies Segen bekommen. Okay. Er passt direkt. Belege, was ist denn die schlechteste? Ich würde sagen, freier Segen nehme ich mit. Sind ein paar. Ja. Nehmen wir mal die Dumont Leibwache, das ist eh wurscht.
Zug beenden. Er hat gepasst. Ich passe. Immer noch eine Karte im Vorteil. Okay, füge einer Einheit 4 Schaden zu. Blutdurst 2. Füge einer Einheit stattdessen 6 Schaden zu. Also er ist auf jeden Fall stark doppelt. Herrn Kadusch würde ich auf jeden Fall spielen. Freier Segen nicht. Und Proquar. Ich glaube, ich würde damit gehen. Okay, Alpha Befehl füge einer verbundenen Einheit einen Schaden zu, generiere dann einen Hexerschild in dieser Reihe. So. Einheit einen Schaden zu. Ich würde ganz zu Beginn erstmal. Ihn spielen. Was macht er noch hier? Einen Elite in Elfschützen in einer verbündeten Reihe, Ladungen 3. Okay. Hat er nur noch eine Ladung? Er macht einen Hinterhalt. Ist okay für mich. Fürstlicher Last hebe ich mir erstmal noch auf. Bären. Extra-Quartiermeister. War klar. Deswegen habe ich ihn gespielt, weil ich ihn nochmal auf der Hand habe. Musste ja irgendwas sein mit Karte ausspielen, Damage oder blockieren, irgendetwas. Ah ja, der Chord, der gute Chord. Ein Schaden zu, da kann ich den Chord vernichten. War ich ganz gut. Bedeutet aber auch für mich, ich nehme ihn. Nochmal. Ich nehme ihn. Füge ihr Schaden zu, ruf einen herbei. Die Hexerschüler. Von meinen Hexen habe ich ja gar keine bekommen. Nur die Hexe habe ich bekommen. Okay. Berserker 4. Ich würde jetzt ihm gerne noch einen Schaden zufügen. Dann verliert er nämlich die Einheit hier. Jawohl. Die Karte spiele ich dann aus. Okwa. Ich glaube, Brokwa spiele ich noch aus. Okay. Jetzt kann ich mit ihm nächste Runde wieder Schaden zufügen. Gerald Igni, fürstlicher Befehl. Ausweite ich mich nicht mal den fürstlichen Erlass. Ne, will ich eigentlich aufheben. Aber hier kann ich auch nochmal mit bisschen mehr Schaden plus machen. Aber ich komme, ich nehme jetzt mal die Karte. Überlege, ob ich den Bärenhexer nochmal nehme. Ich glaube, damit komme ich noch ein bisschen nah. Komm hier mit Bärenhexer. Mentor. Ich habe überlegt, ob ich quasi den Quartiermeister oder den Mentor nehme. Habe ich dann für den Mentor entschieden. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass er vielleicht nochmal einen AOE-Damage hier reinballern kann. Und dann wären meine beiden Schüler hier schlechter wie eine andere Karte. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Alle die benachbarten Einheiten um 1. Okay.
Gibt mir eigentlich nicht viel, ehrlich gesagt. Muss ich nächste Runde warten, spiele ich den Fürstlichen Erlass. Ich noch mal ihn aus. Mein Driss wäre vielleicht auch gut gewesen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen. Bevor ich mir selber ins eigene Fleisch schneide, lieber erstmal safe spielen. Das dürfte auch so gewonnen sein. Der Triss mit der Bronzeeinheit, ja. Aber ob sie dann mehr generiert hätte als jetzt hier der Bärenhexaventor, wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, mit dem Deck, was man selber noch nicht so hundertprozentig kennt, ist es halt immer problematisch, dann um jeden Moment den richtigen Move zu bringen. Okay. Naja, ich mache hier 2 Schaden. Blutdurst füge eine Einheit stattdessen 6 Schaden zu. Bam. Gut beenden. Und dann haben wir noch Igni als letzte Karte. Müsste aber schon gegessen sein. Nie. Hat halt nichts mehr gebracht. Schade, ich habe jetzt eigentlich gehofft, also ja, hätte er eine Reihe gehabt mit 35 Schaden. Hätte es klappen können. Aber ich wollte Igni halt nicht am Anfang schmeißen. War letztendlich dann verschwendet, aber okay. Gut, erste Runde knapp hergegeben, aber 2 Karten plus gemacht. Dafür die nächste Runde mit einer Karte plus gewonnen. Und in der letzten Runde dann absolut nochmal Schaden generiert und Stärke. Ich glaube, das war ganz gut und ich würde sagen, 2 Siege wieder. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.